Moin. Moin. Wünschen euch viel Spaß bei dem Video. Ciao. Ciao. Moin nochmal. Moin. Ein kurzer Gruß von der Platte in Cuxhaven. Ich habe ja ein Video schon gemacht, ausführliches. Hat sich nicht viel geändert. Ich wollte mal zeigen, wie leer das hier ist. Ne? Guckt euch das mal an. Ja, das wir haben so heute auf Donnerstag, Donnerstagnachmittag. Am Anfang Juni. Juni. Und dann guck mal hier, da wo sonst und auch noch immer Wohnmobile alles stehen. Alles leer. Alles leer. Also. Aber auf den anderen Stellplätzen sieht es nicht anders aus. Ja. Vorgestern war in der Schleuse nur ein einziges Wohnmobil stand da. Ja, ja. Und, also, und an der Kugelbarke da waren zwei. Ja. So. Und Döse war auch nicht, also Dun war auch nicht. Nicht wirklich ja. viel. Also mit vielen Leuten gesprochen und alle sind mit der Preispolitik hier nicht einverstanden. Das merkt man jetzt auch hier. Ne? Ja, scheinbar. Ist Ansichtssache, muss jeder selber wissen. Bis heute Mittag waren in der ersten Reihe sogar 5 oder 6 Plätze ja, frei. Da selbst konnte die erste man sich Reihe braucht man sich keinen aussuchen. Kopf mehr machen hier. Also hier ist ganz, ganz wenig los. Ne? Das wollten wir euch nur noch mal zeigen eben voll. Bis dann. Also schon merkwürdig, ne? Ja, ist so. Die Gespräche, die ich geführt habe, da geht es um diese Preispolitik hier. So ist das nochmal, ne? Sag ich euch nochmal die Fähr- und Entsorgung, was sie da wieder hingebastelt haben. Ist ja auch nicht gerade ein Meisterwerk, ne? Tschau. Hier habe ich ja in einem Short schon mal drüber berichtet, was diese blöden Dinger da sollen. Weiß eh keiner. Fährt man sich nur die Querstange und Längsträger und alles krumm und schief und die Reifen freuen sich auch nicht über so eine Kuhle da. Aber jetzt haben sie noch Betonpfeiler hingestellt, zusätzlich. Das ist doch schön, ne? Was das soll, weiß keiner. Hier waren sonst die alten Pöhler. Das haben wir gewonnen, 10 cm. Weiß nicht, ob das mit Absicht ist, aber was? Vielleicht mit einem Reifen daneben fahren kann, dass man was? Die beiden Reifen. Was sollen diese Betonpüller? Keine Ahnung, ne? Eigentlich überflüssig. Ja. Jetzt kann man hier. Ja, hier kann man zumindest jetzt rechts dran vorbei, aber muss ja extra ja, drehen. Ne? Mit, ja, aber du kannst hier mit Reifen mit einem ja. Reifen fahren. Ne? Kann man zumindest mit einem Reifen rechts dran vorbeifahren. Muss aber drehen, wenn man hier rausguckt und dann hier rum. Es kommt drauf an, wo du den Ablauf hast. Ne? So ist das. Kommt drauf an, wo das Abflussröhrchen am Wohnmobil sitzt. Ne? So ist das. Also ist und bleibt mit diesen Wannen eine schlechte Lösung. Freuen sich die Reifen und die Räder und die Achsen und so weiter, freuen sich da nicht drüber. Sind auch schon, wie ich in dem Short schon berichtet habe, einige drin stecken geblieben. Nämlich die mit zwei Rädern da reinkommen, dann ist natürlich durch das Grauwasser, die Seife da drin, ist das wie Spierseife da drin. Und dann ist das ja noch nicht mal geriffelt, das ist glattes Blech. Ja, da kommst du ja nicht mehr raus. Kommst du nicht mehr raus, ne? Das ist ein echtes Problem. Aber zweimal so gesehen und einmal musst du sogar einen Abschleppwagen kommen. Jo, also, okay, wissen wir nicht, was ich mal denken. So sieht's aus, da hinten ist die Platte, ne? Ja.